Hier. So sieht das jetzt aus oder sieht das jetzt nicht aus? Jetzt muss man das später nochmal von unten angucken. Hier kann ja später vielleicht noch irgendwo Glas hin. Das kann ich ja dann später wieder rausruppen und wieder reinruppen. Das ist ja dann auch kein Wilduntergang. Wenn ich dann einfach wieder das Zeug wegnehmen. Ich dachte, ich hätte gar einen Creeper gesehen. Ich ahne es noch. Nachher, wenn ich fertig bin, klatscht einfach von oben runter und toll, sage ich mir dann. Und fange einfach nochmal an. Ich bin ja meistens ausdauernd bei sowas. Also auch wenn da jetzt Creeper dazwischen kommen würde. Also wenn das jetzt kein geladener Creeper wäre. Also ich lade ihn ja nicht extra ein. Dann müsste der ja im Prinzip, wie komme ich eigentlich wieder rein? Apropos einladen, wie komme ich denn wieder rein? Ich bin ja gut. Hier? Vielleicht. Ja. Jetzt hätte Creeper um die Ecke kommen müssen, hätte ich aber Geburtstag gefeiert. Hier, lass mich erstmal wieder ins Oberdeck, ins Oberstübchen. Es wird ja interessant, hier noch das, den Aufweg zu machen. Einerseits den draußen und den hier drin sowieso. Was doch recht schmal geworden ist. Macht aber nichts, ich wollte das auch gern so schmal haben. Au. Der kommt mit einem Dreckturm hoch. Haben wir noch halbe? Machen wir noch ein paar halbe. Dann lasse ich das mal da nochmal so und hier quasi hinhauen. Die hat Kohle im Zimmer. Wer kann das schon von sich behaupten? Ich nicht. So. Hier. Okay. Ich nehme an, das ist dann wohl die Wand. Dr. Watson. Achso. Ich vergesse mal, dass ich die auch gleich halbieren muss. Habe ich noch welche in meinem Werkel? Ja. Perfekt. Wunderbar. Okay. Dann setze ich hier einfach schon mal was hin. Achso. Das nehmen wir natürlich raus. Ich werde einfach da hoch. Ich bin leicht verwirrt heute Abend. Tut mir leid, ich hatte schon einen langen Tag, ja. Okay, pass auf. Da, wo jetzt keine Verkleidung ist, da kommen dann später noch Fenster hin. Mal gucken, wie genau das aussehen wird, weiß ich jetzt auch noch nicht. Das heißt, hier erstmal alles verkleiden. So. Nee. So. Alles verkleiden. Und dann müsste da später irgendwo noch das Fenster hin. Vielleicht einfach so ein Fenster. Hör doch mal auf. Und auch noch einen drüber. So, haben wir das. Gut. Bett. Du kannst nachts schlafen. Lass mich raten. Du kannst nachts schlafen. Ach, jetzt geht's. So, dann mache ich das hier unten auch noch fertig. Und dann bin ich auch fertig. Ach so, jetzt weiß ich wieder, was ich gucken wollte. Das muss ich machen, damit ich quasi noch in meinem Limit bin. Ja, okay. Wieso hat er da jetzt zwei reingemacht? Manchmal macht er das gerne, ich weiß nicht warum. Vielleicht leckt er dann oder leckt nicht. Wieso? Wieso hört da das Holz auf? Na. Natürlich soll da auch sowas hin. Ich glaube, das sieht ganz schick aus nachher. Ich bin einfach mal egoistisch und sag, ich habe das.
Ich will überall nach unten gucken. Gut, alle gerettet. Dann machen wir halt große Fenster hin. Machen das dafür hier ein bisschen enger. Quasi so, an der Stelle. Das finde ich ganz schön, ehrlich gesagt. Dann brauchen wir irgendwo noch einen Treppenaufgang oder vielleicht einen Leiteraufgang sogar. Machen wir denn das jetzt? Wie kann ich denn da oben stehen überhaupt? Hallo? Ja, ich muss am besten... Ich könnte ja hier sogar rauskommen, weil da... Wenn ich da jetzt wegmache... Ne, guck mal, da ist ja eh... Oh, hier könnte ich mich ja irgendwie rausschummeln. Das passt mir eigentlich ganz gut. Kommst du hier so rein? Genau, dann machen wir es so. Warte mal. Habe ich nicht noch Treppen gemacht? Ich hatte doch Treppen gemacht. Ich glaube, ich hatte Treppen gemacht. Ich habe den Satz auch noch nicht wiederholt gemacht. Ich glaube, ich hatte Treppen gemacht. Ja, ist ja gut. Okay. Ja, und dann gehe ich hier einfach hoch. Das müsste doch gehen. Warte mal. Dann haben wir heute halt eine kleine Häuslebauer-Folge gemacht. Wollte ich auch mal wieder machen. Ich wollte nicht immer nur rumlaufen und nur heute sammeln wir Stroh. Heute sammeln wir Kohle. Heute gehen wir in die Mine. Heute sammeln wir Stroh. Ja, das ist jetzt blöd. Nein. Ja. Vielleicht. Ja, genau. So ist das gut. Ist das Dach da so ein bisschen anders? Puh, haben wir es. Vamos. Meine kleine Eremitenhütte. Aber das soll nicht die einzige sein. Ich möchte ja, wie gesagt, so ein ganzes Dorf im Prinzip hier hinstellen. Aber das wird noch lange dauern. Das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Und ich möchte das auch nicht in einem Tag machen. Ich möchte gerne wieder ein Projekt haben, was wirklich ein bisschen dauert. Wo man sich wirklich ein bisschen Zeit nehmen muss. Will, natürlich auch. Will und muss. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dann machen wir hier nochmal einen hin. Da kommt später ein Fenster rein. Oh ja, ein Fenster rein. So. Genau, dass man ein bisschen gucken kann. Das mache ich vielleicht auch noch anders. Habe ich noch welche von den Schrägen? Ah, ich habe mal keinen... Ich habe keinen fertigen Andesit mehr, ne? Andesit Pflasterstein. Nee, das wird Bruchstein, das will ich nicht. Wenn, dann wollte ich fertigen Andesit haben. Den haben wir leider nicht da. Na gut. Wie groß ist denn das Ganze jetzt? Nicht sonderlich. Dann lass mich da noch ein paar... Ein paar... ästhetische Sachen machen. Dass wir das quasi hier noch ein bisschen aushübschen. Ich könnte eigentlich noch nach unten gehen. Ich glaube, das klemme ich mir mal. Ich habe doch eine Werkbank dabei. Warum mache ich mir nicht einfach eine Schaufel? So, haben wir die Schaufel. Oh, Salz. Dass wir im Prinzip das Haus wenigstens einmal fertig haben. Und das nächste Mal, entweder mache ich eine kleine Rundschau mit den Damen, wenn die wieder da sind. Oder wenn sie nicht da sind, dann baue ich einfach mal weiter. Ja, so mache ich das. Genau. Weil. Will auch gerne mal wieder ein paar Folgen hier mitdrehen. Auch mit euch gerne. Habe ich mir gedacht, Mensch, nimmst du mal ein bisschen auf. Nimmst die Leute mal mit. Wenn sie wollen, können sie kommen. Können sie gucken. Wenn sie nicht gucken wollen, dann müssen sie auch nicht wollen. Ist egal, ich habe den Satz auch nicht verstanden. So, salzen wir mit. Nein! So, ich muss die Aufnahme aber beenden. Ich habe gemerkt, dass ich schon zu viel aufnehme. Wieder. Schon wieder. Eine Tür wäre noch toll, ne? Muss ja auch irgendwie... Tja. Rein und raus. Komm.
Aber wo? Hier? Hier ist ein hervorragender Platz für eine Tür. Ich bin vielleicht ganz zart beladen. Habe ich denn auch genug Plöcke für eine Tür? Ja. Es wird Nacht, ne? Geil. Ich habe gerade meinen Werksack runtergeschmissen. Ich bin ja gut. War nicht ein Creeper da unten? Ich hole mir den jetzt. Ich wollte, das war Absicht. Ich wollte euch nämlich zeigen, wie das Ganze dann von unten aussieht. Verdammt. Hallo. Ach, hallo. Willkommen. Ja. Moin. Bist mitten in meine Minecraft-Runde gerutscht. Hallo. Du klingst so abgehetzt. Ich denke, du hattest nur Hunger. Ja, ich habe gerade noch Mülleimer rumgetragen. Also, die pflichtbewussten Flaschen. Menschen. Ja. Jetzt ruckelt's auch noch. So. Ja. Oh, ist ja gut. Du nimmst gerade live in der Mütze auf. Yep. Yep. Haben keiner mehr, ne? Nö. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Nee, ich glaub nicht. Allein. Ich hab grad strammen Max gemacht. Ach, deswegen bist du abgekämpft. Ja, der war so stramm. Ich höre ein. Das bin doch nicht ich. Nee, ist das nicht dein Magen? Nee. Magen ist bedient. Oh, jetzt ein lecker Erdbeersmoothie. Sieht gar nicht so schlecht aus. Zur Homepage drin wieder durch. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Ich hab deine E-Mail bekommen, das können wir nachher nochmal durchgehen. Passt jetzt so gerade nicht, thematisch. Nachher ist aber ein... Ja, gleich. Weg, ne? Hallo! Umpeitsch, mach hinne! Wieso steht da jetzt ein Baum? Ich komme nicht mehr hoch. Die Umpage möchte nicht, Doc. Ja, das ist noch ein Problem, da wieder hochzukommen, da überhaupt hinzukommen. Ruckel. Ich werde das Problem noch lösen, vielleicht mit einer Brücke. Ja. Ja. Ja, ne? Was will uns der Autor damit sagen? Ja. Er will uns damit Ja sagen? Ja. Bist du so der typische Ja-Sager? Nein. Der, uah. Wenn er nach Arbeit gefragt wird, kannst du mir da mal eben, sagst du da gerne ja? Kommt auf die Person an, sicher, ne? Manchmal sage ich ja klar, aber meistens ist das so ein bisschen ironischer. Nee, meistens nicht. Tschüss. Meistens ist er falsch. Jetzt ein Ruckler, kann ich gebrauchen. Dem, dem, da, dem. Ja. Und er hat wieder Ja gesagt. Ich baue mich da jetzt rüber. Ich bin ganz außer Puste hier. Kann ich nicht, verdammt. Die 5 Meter habe ich ganz außer Puste. Ey, ich habe ein Problem. Ja. Ich habe ich auch manchmal Probleme. Ich komme noch nicht mehr hoch. Ich mache jetzt etwas Unorthodoxes. Ist mir egal. Aber ich will da wieder hoch. Und ich möchte die Landschaft sogar erhalten. Und wenn ich dafür... Ja. Ihr seht jetzt nichts mehr. Egal, ich sehe noch was. Hoffentlich werde ich jetzt nicht runtergeschossen. Ja, es ist aber toll hier. Ich sehe nichts.
hänge über einer Schlucht. Wenn ich falle, bin ich tot. Ja, warum machst du das auch? Weil ich ein Haus gebaut habe. Ja, das ist ja in der Schlucht, oder? Warum machst du das? Über einer Schlucht. Warum baust du denn das in der Schlucht? Ich wollte einen guten Cliffhanger haben. Ah, einen Cliffhanger. Ist doch klar. Ja, ja. So, jetzt stelle ich da erstmal ein Licht hin. Aha. So, Bettchen. Hallo. Hallo. Mein Handy hängt. Handy hängt. Müsste es ja Hangy und nicht Handy heißen. Ja, irgendwie schon. So, die Tür ist drin. Ihr habt gesehen, wie es aussieht. Ja. Ich denke, ich werde das noch mehr erweitern. Ich werde aber auch Brücken zu den... Aber ich weiß nicht, wohin ich Brücke bauen will. Ach, ich glaube, das wird ganz toll aussehen. Viel Erfolg. So. Und dann muss ich hier vielleicht irgendwie noch einen Weg rüber machen. Vielleicht auch in die Richtung. Müssen wir mal gucken. Ich weiß, das ist ziemlich abenteuerlich, aber das soll auch so sein. Das soll ja genau so sein, wie ich mir das so vorgestellt habe. Bloß, dass man nicht mehr hochkommt, das ist natürlich so ein bisschen... Nee. Das wird noch. Das wird noch. Da müsste ich im Prinzip hier noch so eine Art... Hast du ihn in der Hosentasche verloren, oder was? Nein. Ich hab den meiner Mutter gegeben. Was hast du? Ich hab den meiner Mutter gegeben. Ach so. Ich hab ihn irgendwo hingelegt. Ich brauch den ja morgen wieder. Du bist ein Experte. Warum? Ja, das sag ich so. Wenn man wegfahren muss und mein Auto vorne dran steht, dann muss halt irgendwie mein Auto da weg, ne? Ja, wäre nicht schlecht, wenn dein Auto dann wieder wegkommt. Oder das andere halt auch. Ja, ja. Ich weiß, ich verschwinde gerade ganz schön viel Holz, weil das andere alles unten liegt. Aber ist mir gerade egal. Es ist Wegfahrt. Ich muss ja eh gleich nochmal runterfallen. So, dass wir quasi noch so eine Art Fachwerk haben, das fände ich ganz hübsch. Das ist so schön. So schön. Ja. Juppie. Kann ich da meine Nase. Wie läuft's? Dann halt sie auf. Ja, ich versuch's. Sag ihr mal, die soll stehen bleiben. Ja, ja, ich versuch's. Labern mir eine Scheiße. Ach so. Ja. Au. Gerade einen Pfeil in den Kopf gekriegt. Hallo. Hallo. Was ist das? Hey, er hat den Boden fallen lassen. Draufdrücken müssen. Blöpp. Wie macht's? Bei der Macht von Grace, geil. Ha. Bernd. Der Bernd möchte mein Freund sein. Der Bernd? Hey, da steckt noch Erde. Verdammt. Puh, ich mache es mal ein Päuschen. Ja, ich mache es mal ein kleines Aufnahmepäuschen. Ich habe gerade Erfahrung bekommen. Ich werde mal versuchen, das noch mit irgendwie Brücken rüber zu bauen oder dass wir hier vielleicht einen Weg an der Seite lang machen. Vielleicht dann noch ein Haus hinstellen, da werde ich noch mit Glas verkleiden. Mal gucken. Ich werde das Ding erstmal präsentieren das nächste Mal, also die Mädels. Und mal sehen, wenn wir uns wiedersehen. Nicht regelmäßig, aber bis dahin sage ich. Okay. Tschüss, okay. Bis zum nächsten Mal. Einfach mal drauf drücken, ne? Ja.